Bonne 4, weiter geht's. Und was machen wir? Ich sollte nochmal E5 spielen. Am gemeinsten wäre Sizilianisch jetzt. Aber ich will auch nicht hier, Eddie. Ständig durch neue Eröffnung verwehren. Hier, ganz normal. Bauern E5. Schöner Spanier. Spanier C6. Bisschen zum Runterkommen. Schöne Runde Spanisch. Läufer nach B5. Fetsche raus, Berliner Mauer, greift den Bauern an, den verteidigen wir mit Bauern nach D3, dann rochieren wir. Gar nichts los, gar nichts los. Piano. Wir hätten legit die Queen trappen können, weil jetzt Titel. Ja, können wir machen. Kugelbuch, Hommage. Bauern hat D3, schön gespielt, verteidigt den Zentrumsbauern. Ich habe den Meisterläufer nach C5 gespielt. Aber diesmal 4 enkettieren wir den Läufer. D6, G6, Läufer G7. Wir wollen keinen Ärger. Den Läufer nicht zu früh rausbringen. Das ist die Alternative, die auch auf Großmeisterniveau häufiger gespielt wird. Aber Läufer nach C5. Der populärste Zug. Das hier sperrt den Kollegen halt ein bisschen ein. Und hier stehen wir erstmal ein bisschen hinten drin. Läufer nach G5. Fesselt meinen Springer. Okay, da muss ich wieder umdisponieren. Ich wollte ja den Läufer 4 enkettieren, aber diese Fesselung, da muss ich natürlich reagieren. Wie reagieren wir? Ich könnte aber den Läufer hier dazwischen ziehen, die Fesselung brechen. Ich kann ihn auch erstmal fragen, ob er hier tauschen möchte. Ich glaube, ich frage erstmal. Wenn hier geschlagen wird und Dame schlägt, bin ich ganz zufrieden, habe ich das Läuferpaar. Und Leben geht weiter. Und wenn der Läufer hier hingeht, könnte ich vielleicht G5 spielen. Hier ein bisschen expandieren mit komplizierter Stellung. Dann kann ich meinen Läufer immer noch 4 enkettieren. Wenn auch auf Kosten einiger Felder schwächen. Diese G5 sind immer ein zweischneidiges Schwert. Da, wo meine Brille ist. Soll ich hier sonst irgendwas rumliegen? Da habe ich hier meine Sonnenbrille. Ne, auch nichts drin. Keine Brillen am Start. Hintergrund, ich muss nur den Greenscreen abnehmen für irgendeine Kommentiergeschichte und habe ihn noch nicht wieder aufgebaut. So, Eddie muss sich entscheiden. Läufer kann hier die Fesselung aufrechterhalten, er kann hier schlagen oder er kann zurückgehen. Aber zurückgehen wäre nicht so logisch. H6 hilft mir eher. Also schlagen immer, er kostet den schönen Läufer, aber vielleicht hier nicht schlecht. Dann Springer nach C3 und Springer nach D5 gleich folgen lassen. Sieht durchaus spielbar aus. Läufer H4 mit Sicherheit auch ein gangbarer Weg. Wonach ich mir entscheiden muss, wenn ich es langweilig haben will, kann ich Läufer nach E7 spielen. Wenn ich es aggressiver haben will, kann ich Bauern nach G5 spielen. Und dann vielleicht den Läufer hier 4 enkettieren. Aber hätte dabei mein Königsflügel ein bisschen geschwächt. Rochade lässt den Läufer stehen. Das ist keine gute Idee. Das war ja jetzt kein so versteckter Trick, mit H6 den Läufer anzugreifen. Das ist ja auch ein Thema, was wir kennen eigentlich. Also, da sitzen die vorigen Partien noch ein bisschen in den Knochen. Und den kann ich natürlich hier nicht wegnehmen.
Er schlägt G5. Ist halt ein Läufer, ne? Für nur einen Bauern. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Was haltet ihr von Turm Schlicht H2? König Schlicht H2, sprengen G4 Schach. König geht weg. Dame Schlicht G5. Sieht nicht schlecht aus, oder? Er könnte zwischen zum Mann springen, Schlicht F7. Aber mir gefällt Turm Schlicht H2. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Ist auf jeden Fall nicht wirklich notwendig aufgrund der ja schon sehr vorteilhaften Gesamtsituation. Ja, dafür lustig. Da sind wir hier, um Spaß zu haben. Turm H2, Läufer C4. Das ist eigentlich, wenn wir schon gewonnen haben, was wir ja Prinzip haben mit der Mehrfigur, sollte ich, glaube ich, nicht zu viel Quatsch machen, zumal Sprenger G4 halt auch direkt sofort gewinnt, ohne weitere Dramen. Also, auch wenn Turmspringer H2 mich anlacht, ist ja ein seriöser Wettbewerb hier. Kann ich nicht bringen. Sprenger G4 greift den Springer an. Greift den Bauern an und auf Springer F3. Jetzt kann ich wirklich reinschlagen. Springer Schlicht H2. Springer Schlicht H2, Dame H4. Und es bleibt spannend. Oder es wird nicht mehr spannend. Denn weiß er nicht nur die Figur verloren, er hat auch meinen Turm hier gleich zum Leben erweckt durch dieses H schlägt G5. Bauer nach C3. Ja, der Springer war attackiert. Den nehmen wir. Dann B3 bringt die Dame raus. Aber dadurch, dass der Springer nicht mehr da ist, droht hier ja auch nicht mehr so richtig matt. Das heißt, ich habe Zeit, mich hier weiter durchzufressen. Wie man jetzt am schlausten wahrscheinlich schon. Turm schlägt H2, ne? Dame H4, H3 ist noch nicht gleich matt. Also Turm schlägt H2 liegt schon sehr nahe. Und dann hier weiter nachzusetzen. Läufer C4 greift den Bauern an. Na komm, das Schach. Sei dir gegönnt. Ich bin einfach auch ein Gönnertyp. Ich könnte auch Turm G2 spielen, weil ich das Schach nicht gönne. Gönnen wir oder gönnen wir nicht? Gönnen wir oder gönnen wir nicht? Ich habe Angst, dass Kompi wieder mit mir meckert, weil ich forciertes Matt mit Schachs nicht mache. Ich will keinen Ärger mit Computer. Ihr wisst, wie das ist. Computer können sehr grausam sein. Tor 1 ist auch matt. Aber mir gefällt so am besten. Doppelschach. König hierhin oder hierhin gegangen wäre. Der Dame G2 matt. König F3. Jetzt kommt der Läufer. Der König hat nur dieses Feld. Dann geht der Läufer hier irgendwo hin. Und dann erwischen wir den König hier auf seiner Reise. Dame hin! Das ging schnell zu Ende. Der Schlüssel natürlich da, dass der Läufer nicht weggezogen wurde auf G5. Wir gehen rein. Also Bauer E4, Bauer E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5. Die spanische Eröffnung wieder mit der Garde. Seine besten Steuerungen in diesem Match hatte bisher Springer F6, die Berliner Mauer. Wer liebt sie nicht? Bauer nach D3, gefällt mir gut, verteidigt den Bauern. Und hier Läufer nach C5, der populärste Zug, den ich bisher, glaube ich, auch mal gespielt habe. Aber ich dachte, zur Abwechslung halber spiele ich mal ein bisschen passiver. Bauer nach D6. Und mein Plan war hier mit G6, Läufer G7 und kurz auch gerade den Läufer zu 4 enkettieren. Beispiel ein bisschen besser hier. Ihr seht die Kombi-Bewertung nicht viel los. Auch gerade, ich hätte G6 gespielt. Jetzt kann Bauer nach D4 spielen oder normal spielen, in Anführungszeichen C3, Läufer G7, was auch immer, Springer D2.
Der typische Plan. Turm E1, Springer F1, Springer G3. Weiß steht eine Idee besser. Aber nicht viel los. Lauf nach G5. Kann man bestimmt auch machen. Fesselt. Und ich wusste nicht genau, ob ich erst Läufer E7 spielen soll oder erst H6. Ich habe H6 gespielt. Und jetzt, wie immer, eine schwere Entscheidung, ob der Läufer hier schlagen sollte oder aber weggehen sollte. Ich dachte, wahrscheinlich ist es am besten, jetzt hier zu schlagen und dann mit dem Springer in die Mitte. Was er sich gemacht hatte, wahrscheinlich etwas langweiliges. Läufer D7. Der Springer hier ankommt, damit zurück. Und Schwarz hat langfristig das Läuferpaar, aber Weiß hat mittelfristig Entwicklungsvorsprung. Kann hier ein bisschen Stress machen. Also Computer gegen Weiß haben auch leicht einen Vorteil. Alternative wäre Läufer H4. Dann ist G5 der beste Zweig. Ich habe es vermutet. Ich habe immer ein mulmiges Gefühl dabei, meinen König zu schwächen. Aber ich habe vermutet, dass man so spielen sollte. Also Kompi sagt, hier schlagen wir gut. Ich weiß nicht, ob er dies übersehen hat oder ob es ein bewusstes Opfer war. Mit kurzer Rochade, aber er sollte diesen Läufer nicht hergeben. Für einen Bauern. Zumal es ja nicht nur den Läufer kostet, sondern auch gleich noch meinen Turm hier öffnet. Im Kampf gegen den König. Danach ist es schon sehr schwer. Springer schlägt G5. Ich habe hier kurz Turm schlägt H2 erwogen, aber ich dachte, es ist ein bisschen übertrieben. Nach König H2, Springer G4 gewinnt Schwarz, glaube ich, schnell. Aber Läufer C4 hat mich gestört. Wonach Springer und Läufer diesen wunden Punkt angreifen. So ähnlich wie wir es vor zwei Partien noch hatten. In der KW, das heißt preußischen Eröffnung oder was auch immer. Und da ich schon eine Figur mehr habe, schien das ein bisschen übertrieben zu sein. Springer G4, dachte ich, sollte auch die Partie relativ schnell entscheiden. Greift den Springer hier an und greift den Bauern auch nochmal an mit dem Springer und dem Turm. Und ja, hier ist schon schwer. Bauer nach C3 hilft nicht, weil es den Springer nicht verteidigt. Also Dame nach C1 oder so wäre C ist gewesen, um den im Blick zu behalten. Aber natürlich keine Stellung, keine tolle Stellung ohne Läufer. Hier, wenn der Springer weg ist. Jetzt geht es schnell vorbei, da ich ja auch noch angefangen habe. Turm schlägt H2, Läufer C4. Droht hier Schach. Und okay, Stellung nebenlösig. Am schnellsten matt ist so. So ist auch nicht direkt schlecht, wenn ich hier das Schach erlauben möchte. Und jetzt matt setzen. Aber mir gefiel am besten so, was auch zu matt führt mit Schachgeboten. Turm schlägt G2, König schlägt G2. Springer 3, weil König hier hingeht, das Dame G2 matt. Wenn er hier rauskommt, Läufer G4, König G3. Aber Dame F4 ein Zug schneller. War ein Zug schneller, ne? Und wieder ein Zug verschwindet hier. Auch hübscher, ehrlich gesagt. Aber ich hatte so schon kalkuliert. Läufer D1, jetzt kontrolliert der Läufer das Feld. König geht weg und wir treiben ihn aufs Mattfeld. Ja, gibt's nicht viel zu sagen. Normale Züge nach H6. Den Läufer wegziehen. So ein Läufer ist wichtig. Ich bedanke mich für die heutigen Partien. Ich hoffe, Eddie hat immer noch so viel Freude am Schach wie eh und je. Das war Partie Nummer, ich weiß nicht, 79, 78. Es bleibt spannend.